Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget, der zweite Tag auf Server W30. Und es hat sich einiges getan. Erst einmal vielen lieben Dank für alle, die seit 14 Uhr dabei waren beim Livestream. Wir haben ja noch bis fast 2 Uhr morgens Shakes and Fidget gestreamt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch heute werde ich wieder online gehen, deswegen, wer noch nie beim Livestream dabei war und jetzt das Wochenende Zeit hat, twitch.tv/portera94, Link ist in der Beschreibung. Und es wird weiter Shakes and Fidget gestreamt, gespielt, SR gepusht, Dungeons gekloppt, Accounts angesehen. Und ja, ihr seht schon, ich habe gerade reingeschrieben, ich nehme jetzt auf und die Leute sind wieder schön fleißig am Grüßen. Der Nico ist da, Zerro, der Ericsson, Araton. Und ja, ich selbst bin jetzt auf Stufe 18 und habe heute Morgen schon, weil gestern Abend habe ich am Livestream ja noch bis 29 SA gepusht und jetzt heute Morgen habe ich mich einmal neu equipped, habe mir noch den Ausdauertrank, den mittleren geholt und jetzt mein SA gepusht bis auf 48%. Bin damit, glaube ich, sogar einigermaßen gut dabei, gerade ein bisschen Stadtwache Gold bekommen, das werde ich jetzt mal schnell verskillen, denn ich habe gerade schon 10 Gold verloren, weil mich hier ein Lachs angegriffen hat. Ja, wer immer das war, ich guck mal hier, das war der Lewe. Aha, der Lewe. Und oha, okay, wie viel Gold hat er mir denn jetzt abgezogen? Hier im ersten Kampf schon hat er mir 2 Gold genommen. Hör mal, hat er mich jetzt wegen 2 Gold die ganze Zeit abgefarmt? Ich meine, bitte, warum nicht? Ab und zu habe ich vielleicht mal sogar was zurück. Ich habe ja, wenn er verliert, habe ich ja mehr zurückbekommen, als er gewonnen hat. Hat sich auf jeden Fall sicher gelohnt für ihn. Grüße gehen raus an dich, Lewe, du kleiner ehrenloser Abfarmer. Und ja, bin jetzt im Dungeon selbst hier bei dem Skelettkrieger Stufe 35, was laber ich denn? Stufe 26 und 35.000 Leben. Und, oho, okay, das sah gar nicht mal schlecht aus. Auf 5, oh, jawohl, da ist er down. Und gibt sogar noch ein Level up auf 19, ha, das freut mich. Und kann hier direkt nochmal ein bisschen was skillen. So, hier mal, da mal und noch ein bisschen Glück. Und die Nebenattribute natürlich nicht vergessen. Ja, da bin ich jetzt vom Voodoo-Meister, vom Stufe 30er Voodoo-Meister. 460 Intelligenz hat der. Der wird ein bisschen dauern, bis der fällt. Ja, ich habe heute noch komplett 300 Alu übrig. 297,5, das heißt, ich kann noch einiges hier erreichen. Die meisten haben sich noch 25 Kribbel für die Festung, ich selbst noch nicht. Ich werde jetzt gleich im Livestream ein bisschen anfangen, alle zu klicken. Die höchsten Spieler auf dem Server sind gerade die der Xenx mit 31. Gibt sonst noch Freaker ist 30, Exquisit ist 30, ansonsten ein paar 29er, 28er, sieht man schon. Also die meisten haben schon Alu gespielt. Und die Alu mit durchgeballert haben, die sind zwischen Stufe 26 und 31 jetzt. Ich selbst hoffe, dass ich ungefähr Stufe 29 erreichen werde, wenn ich den zweiten Dungeon-Schlüssel finden sollte. Ansonsten wäre ich nur 26, 27 und wenn ich ganz viel Glück habe und den finde, könnte ich sogar 29, 30 werden. Ja, SA passt, 48% kriege ich noch bis auf 50 heute Abend. Gildenbonus steigt richtig krass gerade. 40 Goldschatz und 50 Erfahrung. Es geht hier voran. Und ich denke mal, durch das Event wird jeder seinen eigenen Skill noch ordentlich ausbauen können. Guck mal, die meisten haben ja jetzt schon den Skill auf hier 6, teilweise 7. Unge hat sogar, glaube ich, schon 8 gestern Abend gemacht. Wo ist denn jetzt hier unser Unge, wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht da. Er hat schon 8 XP. Ist auch schon 25, hat sich die Festung gönnt und 51 SA. Skyhunter hat 54 SA. Okay, ist krass. Was haben die ersten so? 53, 54, 53, 48. Ja, bin ich gut dabei. Mit 48 auf Stufe 19. Ich habe noch 300 Alu. Ich bekomme noch Bilder aus dem Dungeon. Ich bekomme Bilder aus den Quests. Und wenn ich höher bin, schaffe ich auch noch höhere Leute. Und dann sollte ich auch heute Abend noch die 54, 55, wenn ich sogar 56, 57% kommen und erreichen. Wäre auf jeden Fall schön. Vielleicht wäre ich sogar noch der Höchste hier in der Gilde. Glaube ich aber nicht. Ich denke, Unge wird dann sicher als Kundschafter den ein oder anderen Dungeon noch legen können. Ja, ansonsten, wie gesagt, so 28, 29 wäre mein Ziel. Vielleicht erreiche ich mir das und wenn ihr das sehen wollt, werde ich es auf jeden Fall den Abend streamen. Ich habe auch einige Nachrichten von Leuten, die Gilde wollen. Ich habe 76 Nachrichten seit gestern Abend. Das ist brutal.
Hab jetzt schon dreimal das Postfach geleert. Ich muss sagen, wir sind aktuell voll. Aber Spieler, wo ich merke, die können dann doch nicht so gut mitziehen. Oder halt auch kein 25er Rate haben, das SA nicht pushen. Die werden dann natürlich ausgewechselt. Das heißt, ihr könnt euch gerne noch bewerben. Aber wenn ihr euch bewerben wollt, würde es mich freuen, wenn ihr das im Discord macht, nicht in der Ingame-Nachricht, weil ich schaffe es nicht immer, alle Nachrichten zu lesen. Das wäre schön, wenn ihr mir dann einfach im Discord schreibt. Und ja, so sieht es aktuell hier aus auf dem Server. Die stärksten Gilden, habe ich ja schon gestern gesagt, sind Fame und die schwarzen Wölfe hier. Mal, Fame hat jetzt hier ein Durchschnittslevel von 23 mit 4 Ritterhallenpunkte. Was haben die schwarzen Wölfe? Wir gucken mal vorbei. Die haben 26 mit 3 Ritterhallenpunkte und wir sind gerade mit 21 und noch keiner Ritterhalle. Ja, gut dabei. Wir sind dafür, dass wir nicht geplant haben, eine Top-Gilde zu werden, sind wir doch gut dabei, möchte ich behaupten. Wir gucken trotzdem mal die anderen Gilden an. Eine tschechische Gilde mit 22, auch 1 Ritterhallenpunkt. Was haben wir noch hier? Brower Style, auch 21. Ja, es gibt schon einige gute Gilden, doch. Also alle über 20 Durchschnittslevel. Ich habe gesagt, wenn wir so weitermachen, kann unsere Gilde auf jeden Fall, oder hat Potenzial, eine gute Rang 6, Rang 5 Gilde zu werden. Rang 1, 2, 3 auf jeden Fall nicht, aber so eine gute, also zwischen den oder in den Top 10 werden wir auf jeden Fall mitspielen. Und ja, es bleibt spannend und ich werde das Ganze, wie gesagt, hier weiterhin dokumentieren und zeigen, was auf dem Server passiert, was die einzelnen Spieler machen, die einzelnen Gilden und mein Char natürlich selbst, wie es hier im Dungeon läuft, auch mal ein paar Dungeon-Etagen aufnehmen, wenn sie jetzt nicht im Livestream fallen. Und ja, ich bleibe hier aktiv und melde mich dann morgen zurück mit W30, dem dritten Part, heute der zweite. Und wer Bock hat, wie gesagt, kommt in Livestream und dann zocken wir hier zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben würde mich freuen. Wie genauso wie eure Kommentare. Das war's. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.